Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil sie sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. So, und weiter geht's in diesem Clip hier mit Commerzbank, Deutsche Bank und Deutsche Börse. Fangen wir mit Commerzbank an. Auch hier wieder, was sind die nächsten Termine? Die haben wir am 15.02. den Jahresabschluss und am 30.04. die Hauptversammlung. Jetzt haben sie das okay bekommen, dass sie für 600 Millionen Euro Aktien zurückkaufen können. Okay, warum nicht? Ich wusste nicht, dass das die EZB bestätigen muss. Also wahrscheinlich bin ich nur bei Banken so. Dann die einzige Empfehlung, die ich gefunden habe, analytischer Seite hier, ist von der UBS. Die sehen die bei 16,30. Das hier ist der Monatschart. Also das war eigentlich seit 2011, war das eigentlich seitwärts mal ab und zu leicht negativ. Ziemlich langweilig, muss ich schon sagen. Aber man sieht genau dieses Niveau hier und das ist das High vom 2.1.18 hier. Da. Und das war bei 13,82. Heute hier und jetzt in der Sekunde stehen sie bei, wo sind sie? 10,65. Vom Monat her, das ist also ein fetter Widerstand. Auf diese Linie komme ich gleich. Wir sind ziemlich neutral über den Oszillator und auch sehr unentschlossen hier über das MACD. Da kann man wirklich nicht viel ablesen. Also ich kann es nicht. Keine Signale. Die Woche hat ein bisschen nachgegeben. Ich mache mal hier das anders. So. Hat ein bisschen nachgegeben hier über das MACD und auch über die Stochastik. Dafür haben 3 Wochen gereicht, um diese Bewegung hier von 9,30 hoch bis 11,40 in 3 Wochen zu negieren und schon baut sich hier alles wieder ab. Das ist auch das, was der DAX momentan macht. So eine kleine Seitwärtsbewegung, minimal korrektiv. Hier oben bleibt es All-Time-High. Die Bänder sind sehr, sehr eng. 9,32 zu 11,41. Das ist nicht viel. Und wir hängen um die 20-Wochen-Linie rum. Kann ich jetzt nur eins hier schon sagen. Das hier ist für mich eine sehr wichtige Unterstützung. Jetzt muss ich da nochmal reinholen hier. Gitterlinie, nee. Fadenkreuz, so. Das ist schon für mich eine sehr wichtige Unterstützung. Sehen wir gleich im Tageschart nochmal. Das ist so etwas über 9. Ich zeige es euch ganz genau. Das ist hier bei 9,12. Die ist wichtig. Da sollten Sie nicht drunter gehen. Wir handeln noch über der 200-Tage-Linie. So ein Aktienrückkaufprogramm, anscheinend ist noch nicht bekannt, ab wann das starten wird, ist nie verkehrt. Ja, das hilft immer mal. Dann werden solche Dinger hier, sollten dann nicht mehr passieren. Also großartige Schwünge nach unten, würde mich wundern. Auch hier erinnert mich ein bisschen an VW. Wunderschönes Kaufsignal über die Stochastik. Sehr gute Stabilisierung über das MACD. Also ich mag die. Ich glaube nicht, dass die EZB irgendwann im März, April anfängt, die Zinsen zu senken. Das wird jetzt hier schon rumgereicht. Ich glaube eher, dass durch die ganzen neuen Verteuerungen, CO2-Steuer, wie das alles heißt, die Inflationsrate nochmal hochgeht. Ich kann mir vorstellen, dass die Amis anfangen, aber nicht Europa. Das glaube ich nicht. Das ist vielleicht frühestens so Mitte, Ende Juni der Fall. Und solange die Zinsen hoch bleiben, ist das grundsätzlich positiv für die Banken. Ich habe mir diese Scheine hier ausgesucht. Das hier sind 8,48er. Da sind wir hier unten. Ist weit unter dieser
eben schon angezeigten Unterstützung. Hat lediglich einen Viererhebel. Aber nochmal, man muss ja nicht immer gleich die Aktie kaufen. Man kann sich ja auch ein Zertifikat kaufen. Viererhebel reicht völlig aus. Viel weniger Geldeinsatz. Und ich habe den 9,67er. Der ist ein bisschen mutiger. Da sind wir unter diesem Low hier. Den nehme ich allerdings erst dann, wenn wir hier das obere Band bei 11,63 rausgenommen haben. Ich habe auch einen Put, der steht bei 12,46 für den Fall, dass wir unter die 200-Tage-Linie und unter diese Unterstützung hier gehen. Da bei 9,87. Wenn wir da drunter gehen, muss ich davon ausgehen, dass wir auch nochmal den Bereich um die 9 sehen. Aber momentan finde ich, sehen die ganz gut aus. Ich würde sie nicht short gehen. Nein. Und dann gucken wir jetzt mal auf die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat offensichtlich immer noch Probleme mit der Fertigstellung der Übernahme von der Postbank. Da wurden 800 Leute eingestellt, die allein den Schriftverkehr sich kümmern müssen. Ja, das werden sie auch irgendwann lösen, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Von den Terminen her, 1.2., also vor Commerzbank, 1.2. ist der Jahresabschluss, 25.4. erstes Quartal und am 16.5. die Hauptversammlung. Sonst ist da jetzt erstmal nichts in absehbarer Zeit. Von den Analysten her habe ich nur die kanadische Bank RBC gesehen, die sie auf 16 nimmt. Deutsche Bank auch heute wieder eine der besseren Werte. Gleiches Argument für mir wie bei Commerzbank. Ja, solange die Zinsen hoch bleiben, wird das der Bank eher was bringen. Wir haben hier, jetzt muss ich ja mal schauen, ja, hier, bei 14,91 ist es hoch vom 1.2.22, also jetzt schon fast 2 Jahre alt. Und die spielen damit. Ich glaube, dass dieser ganze Bereich, hier hätte ich meine Linie reinlegen können, dass dieser Bereich hier um die 7,56, das werden wir so schnell nicht mehr sehen. Wir sind auf Monatssicht überall leicht positiv, hier noch deutlicher positiv. Wie gesagt, wir spielen am oberen Monatsband rum. Finde ich grundsätzlich in Ordnung, ist für mich kein Short. Auf Wochensicht gilt sie zwar schon hier als hoch, aber ich habe hier auch noch kein Verkaufssignal, nichts dergleichen. Ich glaube auch nicht, dass die Deutsche Bank gleich auf 20 geht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie die alten Tiefs nochmal sieht, halte ich für nicht gegeben. Also zumindest nicht im nächsten halben Jahr. Die Woche, wie gesagt, hier ein bisschen hoch, hier noch weiter positiv. Die Bänder gehen ein bisschen auseinander, aber nicht viel. Aber sie hangelt sich schön am oberen Band hoch. Rücksetzer zu Käufen nutzen. So würde ich das mal formulieren. Dann haben wir hier den Tageschart. Auch hier gilt sie als hoch, Stochastik, aber auch hier kein Verkaufssignal nirgendwo. Das ist alles noch in Ordnung. Hier sieht man es nochmal besser, wie sich das an dem Band hochhangelt. Ich sehe nach wie vor eher eine 14,70 als eine, sagen wir mal hier unten, eine 8. Also ich bleibe hier positiv für den Wert und habe mir diese Scheine rausgesucht. 9,37er Call. Damit liege ich unter diesem letzten Verlaufstief hier. Finde ich völlig in Ordnung. Kann man noch ein bisschen mit warten. Ich glaube nicht, dass sie jetzt wegrennen. Aber kann man noch ein bisschen mit warten. Aber das ist der Schein meiner Wahl. Ich habe aber auch einen Put reingemacht. Den habe ich hinter dieses Jahreshoch gelegt von, wann war das, Februar letzten Jahres. Habe ich das dahinter gelegt für den Fall, dass sie nur dran gehen, dass ihr schon einen für die Watchlist habt. Diesen 15,20er. Die deutsche Börse bringt auch relativ früh den Jahresabschluss 23 am 7.2. Steht hier nicht, wann die HV ist, aber ich meine, die ist immer im März oder im April. Also am 7.2. bringt sie den Jahresabschluss. Ich habe von der UBS eine Analyse mit Ziel 210 und von JP Morgan mit 205. Hat eine schöne Bewegung gemacht in den letzten Wochen. Das ist der Monatschart. Alles ohne, da gibt es nichts zu meckern, positiv für das MACD, positiv für die Stochastik, hängt in der Nähe des All-Time-Highs, 186. Ob sie dann so richtig durchziehen, weiß ich nicht. Ja, da wird es schon ein sehr schwerer Wert. Aber ja, das sieht in Ordnung aus. Gucken wir mal auf die Woche. Also Monat her, auf längere Sicht sieht es wirklich gut aus. Aber hier sind wir von den Wochen, weil wir hier vom 23.10. von 152 hoch, da 30 Punkte oder 20% hochgestiegen sind, ist das jetzt hier schon ein bisschen überrissen. Ist keine Frage hier.
leicht überkauft. Aber es ist weiterhin hier über das MACD positiv. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in längerem Bereich hier bleibt. Wirklich interessant wird es, wenn wir über diesen Punkt drüber gehen. Dann kommen Sie in die sogenannten Uncharted Territories. Gefällt mir aber grundsätzlich recht gut. Hier sieht man diese fette Bewegung vom 25.10. mit nur einem kleinen Ausrutscher, das war irgendwann letzte Woche. Auch hier die Nähe zum All-Time-High und so ein All-Time-High, das zieht weiter positiv über das MACD, immer noch positiv über die Stochastik. Also ich habe da echt nichts zu meckern an dem Wert. Ja. Es ist schade, dass es die Academy nicht mehr gibt. Das war die Capital Markets Academy, da habe ich ja früher auch gelehrt, da habe ich viele von euch kennengelernt. Aber es ist wirklich schade, dass es das nicht mehr gibt. Dafür gibt es aber jetzt Scheine. Und zwar Zertifikate auf die deutsche Börse. Einmal habe ich hier einen Call mit Basis 150,43. Der ist hier hinten. Der hat jetzt keinen besonders tollen Hebel. Das ist irgendwo zwischen 3,5 und 4,5. Aber ich rechne damit, dass sie nach diesem Anstieg hier irgendwann ein bisschen atmen. Und dieses Atmen kann durchaus gehen zu diesem Bereich hier. 167. Also ich würde der nicht hinterherlaufen. Dafür gibt es, glaube ich, keine Notwendigkeit. Auch wenn sie jetzt vielleicht mal am High ankratzt. Aber ich glaube nicht, dass sie es in diesem Anstieg wirklich gleich nehmen wird. Für diesen Fall habe ich auch einen Put. 191,31 bin ich hier drüben. Wenn die das also hier nicht schaffen und nehmen den heutigen Shooting Star, also heute ist Donnerstag, wir haben jetzt 17.35 Uhr, nehmen diesen Shooting Star hier ernst und fallen unter die 20-Tage-Linie, ist das der Put meiner Wahl. So, jetzt gerade mal schauen, was kommt denn als nächstes dran? Wir haben heute Donnerstag, ne, das ist falsch hier. So, die habe ich, Conti und Warta, Telekom und DHL. Ich versuche die beiden Filme morgen noch zu machen, am Freitag. Da mache ich auf jeden Fall Pause, Samstag, Sonntag und Montag auch. Und dann mache ich dann dementsprechend die anderen weiter. Es hat sich schon jemand Sixt gewünscht. Das kommt dann irgendwann hier unten. So, das war's für heute.